Entspannt mit Sophia. Sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben. Ich bin Sophia. Ich hoffe, es geht euch gut. Einen ganz entspannten Abend. Gute Nacht. Ich habe heute die liebe Manu bei mir. Also ich habe sie Manu getauft. Und wir machen ein wundervolles Hairplay zum Einschlafen. Manu hat ganz schön viele Knoten im Haar. Wollen wir doch mal schauen, dass wir die ausgebürstet bekommen. Und dann schauen, dass die Haare noch für Pflege brauchen. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele Utensilien da. Dass du mehr und mehr einschläfst, zur Ruhe kommst. Mehr und mehr in die Entspannung. Und wir fangen an mit dem ersten Utensil. Zwar ist das eine Zahnbürste. Kann man ganz gut über die Kopfhaut zu kratzen. Das fühlt sich auch ganz angenehm an. Kennst du dieses Gefühl? Vielleicht auch nicht. Vielleicht betrachtest du demnächst eine Zahnbürste nochmal mit anderen Augen. Aber vielleicht nicht für Mund und Kopf verwenden. So. Nachdem ich jetzt noch mal mehr Knoten reingemacht habe mit der Zahnbürste, werden wir die gleich richtig ausbürsten. Dafür habe ich mitgebracht Sterni den Seestern. Und mit dem gehe ich nun in streichenden Bewegungen über die Haare rüber.
Also hier ist ganz schön viel Widerstand. Da werden wir gleich mal etwas machen. Ansonsten siehst du schon, wie schön die Haare jetzt gebürstet sind und wie wundervoll diese glänzen. Und hier diese doch etwas heftigeren Knötchen, da werden wir uns jetzt drum kümmern mit Wasser. Ich habe hier einfach in diese Flasche Wasser abgefüllt. Das kommt nun in die Haare. Zu Clara und bürst die Knötchen nun mit Clara ordentlich aus. Das ist aber ein ganz schön stabiler Knoten hier. Es geht aber auch ganz leicht, dann sehr mehr bürsten. Die Haare bürsten. Und dabei dieses angenehme Gefühl spüren. Ich nochmal mit den Fingern durch und schaue, wo ich noch ein paar Knötchen auflösen kann.
dieser Geräusche sind einfach so wunderschön. Da kann man wirklich entspannt einschlafen. Und ich nehme nun auch noch ein wenig Öl dazu. Dann glänzen die Haare noch mal mehr. Dafür habe ich hier mitgebracht ein Arganöl. Was drauf geben und dann schön einmassieren. Das macht die Haare wundervoll geschmeidig und glänzend. Und Manu hat auch so, so schöne lange Haare. Ich hatte die, glaube ich, jetzt ganz neu und freue mich, das mal auszuprobieren, weil diese Haargeräusche einfach so schön sind. So beruhigend, wenn jemand einem durch die Haare fährt, mit den Händen. Fingerspitzen oder auch mit der Bürste. Vielleicht kennst du dieses Utensil auch. Einfach so entspannend. Ich habe jetzt eine Mütze auf. Damit über die Kopfhaut zu gehen. Ein bisschen zu bewegen. Und einfach um den ganzen Kopf herum. Was ich ganz cool finde, ist tatsächlich so einmal rumherum. So, schon mal ein kleiner Vorgeschmack, was man alles bei so einem schönen Airplay
machen kann. Und wer weiß, vielleicht kommt hier mal eine echte Manu zu mir. Zum Hairplay. Ich gehe nun noch einmal mit diesem Plastik-Silikon-Mocken durch. Die sind so ganz weich. Das möchte ich auch noch mal ausprobieren, wie das klingt. So einen weichen Sound, ne? Klingt auch sehr, sehr schön. Ich hoffe, das schöne Hairplay hat euch gefallen. Ich glaube, Manu ist nun auch Zeit oder möchte sich gerne hinlegen. Und damit wünsche ich euch wie immer eine gute Nacht. Schlaft schön, meine Lieben. Eure Sophia und noch nicht? Dann klicke ich hier für weitere Videos sowie Hörspiele zum Einschlafen und Entspannen.